So, und nun, дорогие друзья, geht's tief in den russischen Märchenwald. Dort lebt sie, hat krumme Nase, Haus auf Hühnerfuß und Besen. Frage, wollen wir sie reinlassen? Also, дорогие друзья, da war aber zum Rentnerfasching sonst auch mehr los, echt mal. Das machen wir jetzt nochmal, das üben wir jetzt noch ein bisschen. Also nochmal. Jetzt geht's tief in den russischen Märchenwald. Dort lebt sie, hat krumme Nase, Haus auf Hühnerfuß und einen Besen. Frage, wollen wir sie reinlassen? Hier ist sie, Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für unsere Baba Yaga. Ist wieder mal da. Im November habt ihr gelacht und habt mich verschandelt. Zur Strafe habt eure Gläser in Pappbecher verwandelt. Und eins sag ich euch, reißt ihr euch diesmal nicht zusammen, dann steht nicht bloß die Bühne, dann steht das ganze Clubhaus in Flammen. Jetzt beginn ich die Bütt. Und zwar mach das ganz barsch. Die Erziehung der Kinder ist heute total im Arsch. Ja, früher, da herrschte noch Ordnung und Zucht. Da hat man die Kinder geschockt und dann haben sie gespuckt. Heute erschreckt man kein Kind mehr mit Märchen wie von Gretel und Hänsel, sondern mit Musikantenstadel. Hä? Allen voran Achim Menzel! Das wirkt. Das ist das, was die Kinder heute hassen. Da kann selbst Steffi Hertel ihrem Trompeter ein Lied davon blasen. Also mit was die heute versuchen, Zucht reinzukriegen. Und wie sie probieren, sich ihre Rache zu erfüllen, da muss man's ja im Kopf kriegen. Das gibt's doch in keinem Russenfilm. Die Regierung Kohl, also das muss man ihr lassen, hat dem Schröder einen ganz schönen Saustall hinterlassen. Nun sind sie fleißig am Kehren. Doch den gesammelten Dreck unterm deutschen Teppich räumt auch die Regierung nie weg. Denn noch heute müssen unsere Jungs Kriegsdienst leisten im Ausland. Wenn's nach Schorping geht, demnächst sogar mit der Waffe in der Hand. Das nennt der Vaterlandspflicht, nur ist doch vom Minister clever gekonnt. Oder glaubt ihr, der reckt seinen Arsch freiwillig in die Front? Der Deutsche kann es Kriegsspielen eben einfach nie lassen. Schließlich hat der Bund fast eine halbe Million Mann unter Waffen. Da kann's schon mal ein paar Idioten geben, ihr wisst, was ich mein. Warum soll da ausgerechnet der Minister eine Ausnahme sein?
Also in was für Länder die Soldaten heute fliegen? Und mit wie viel Blei sie die Luft dort anfüllen? Da muss man's ja im Kopf kriegen. Das gibt's doch in keinem Russenfilm. Die neue Regierung übernahm viel von der alten, ohne zu klagen. Der Thierse tut zum Beispiel Scharpings alten Vollbart auftragen. Nicht kleckern, klotzen. So die Devise vom Finanzminister jetzt. Drum haben sie die Neuverschuldung gleich noch bissel höher angesetzt. Und hat sich Herr Lafontaine erst weit genug von Wahlversprechen entfernt, dann wühlt auch der in euren Taschen, hat er nämlich von Weigel gelernt. Weit weg sind wir schon wieder von dem Gesülze zur Wahl. Kein Schwein spricht mehr über Halbierung der Arbeitslosenzahl. Wieder werden wir verarscht, verheizt und vertröstet, auf der Flamme unserer Gutgläubigkeit weiter geröstet. Darum sag ich es hier offen, jeder Frau, jedem Mann. Ich trau der Regierung so weit, wie ich ein Klavier werfen kann. Also mit was die so versuchen, uns zu betrügen, damit sie weiter rummauscheln können im Stillen, da muss man's ja im Kopf kriegen. Das gibt's doch in Kim. Vom Tellerwäscher zum Millionär. An so ein Ami-Schwachsinn glaubt hier doch heute keiner mehr. Ein modernes deutsches Märchen, wenn du guckst nicht so verknarzt, heißt heute vom Briefträger zum Oberarzt. Da muss man Postel nur heißen. So gehen heute die Märchen. Man muss Papiere fälschen können und sich durch die Bürokratie hindurchwerschen, etwas frech sein und sich üben in ein bisschen Geduld. Dann sagt das Gericht, na gut, 4 Jahre. Schließlich ist die Verwaltung ja selber dran schuld. Mit Prominenten ist in der Bütt auch kein Blumentopf mehr zu kriegen. Ich sag nur Falco, Strack, Kjeld. Ich mein, die sterben ja weg wie die Fliegen. So könnte ich mich nur noch über eines entsetzen. Deutsche Fernsehwerbung ist ja nun wirklich das Letzte. Beispiel? Ding Dong! Ja, bitte? Haben Sie nicht mal ein paar dreckige Gläser für mich? Ich krieg meinen Nachbarn nicht mehr los. Mensch, Mädels, Hausfrauen, ist denn das wirklich so schwer? Hier! So muss ein Glas aussehen, dann klappt's garantiert mit keinem Nachbar mehr. Also was die heute versuchen, damit die Käufer drauf fliegen und mit was für einem Schmutz sie die Geschirrspüler füllen, da muss man's ja im Kopf kriegen. Das gibt's doch in Kim. Eigentlich wollte ich jetzt mit dem Thema Sex mich befassen. Doch wegen der Monika-Affäre hab ich ganz schnell die Finger von gelassen. Denn auf die Frage, was gefiel Ihnen denn an Mr. Clinton so ganz, sprach die Lewinsky ganz ehrlich, ne, hier unmöglich sein. Nee, Leute, es gibt Alternativen, zum Beispiel Sex mit dem Tier. So nach dem Motto, wie ich dir
Sodomie. Aber Schluss nun damit. Ich will euch nicht den Fasching versauen. Liebt und trinkt doch, was ihr wollt. Ich muss eh gleich abhauen. Also mit wem ihr auch tut, heute Abend rumziehen. Und mit was ihr versucht, euch abzufüllen, auch ihr werdet's noch im Koppe kriegen. Das gibt's doch in Kim. Halt! Ein Tipp noch für heute Abend, für die Balz. Viagra muss man schnell schlucken, sonst gibt's einen steifen Hals. Und bevor ihr nur kaputt geht am eigenen Gelächter, schnell, hebet eure Plastebecher. Ein Hoch auf den Sex, auf Mann und auf Frau. Es lebe die Hex, es ist! Junge und ihr Drusia, einige von euch haben die Baba Yaga mit Sicherheit erkannt. Auf unter Kronel ein Dreifach und OTV! Ja! Ist nichts! Ja! OTV! Ja! Ja, und jetzt kommt wieder der altbekannte Satz, sag einmal Danny. Kennst du eigentlich die beiden zum Karneval? Am häufigsten gebrauchten Worte. Die beiden am Karneval. Am häufigsten gebrauchten Worte. Nein, kenne ich nicht. Kennst du nicht, dann sage ich dir. Nonne, Nonne und Eishockey. Wie jetzt? Nonne und Eishockey. Wie das? Erklär ich dir. Wenn du später nach dem Programm mit den Kumpels an der Bar stehst, dann sagst du, Nonne Runde bitte. Und dann guckst du deinen Kumpel an und sagst, es ist okay. Ja, so kennen wir ihn, so lieben wir ihn und so wollen wir ihn sterben sehen. Herr Kapellmeister, einen Ausmarsch für unsere Baba Yaga. Thank you.